Ich begrüße Sie zur Hessenschau an diesem Sonntagabend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Weil der Gastronomie in den Corona-Jahren das Personal abgewandert ist, kann sie nur mit angezogener Handbremse in den Frühling starten. Und immer mehr Menschen wollen ihren eigenen Strom produzieren mit Solaranlagen für den Balkon. Heute haben wieder viele Mütter in Hessen Blumen von ihren Kindern bekommen und einen schönen Tag verbracht. Doch wie geht es ukrainischen und russischen Müttern an diesem besonderen Tag? Wie erleben sie den Muttertag in Zeiten von Krieg und Angst? Vor allem, wenn die eigenen Kinder vielleicht gar nicht da sein können und kämpfen müssen. Wir haben uns heute bei Müttern auf russischen und ukrainischen Demos in Frankfurt umgehört. Heute ist Muttertag. Ein schwieriger für sie. Noch vor einem Jahr haben sie zu Hause gefeiert, in der Ukraine. Alle Mütter hier haben nur einen Wunsch, das baldige Ende des Krieges. Das Herz einer Mutter ist sehr groß und es hat sehr viel Liebe in sich. Und wir wollen heute all unsere Liebe geben und vielleicht passiert etwas. Ilona ist mit ihren zwei Töchtern hier. Ihr 18-jähriger Sohn ist in der Ukraine geblieben. Noch ist er nicht im Kriegsgebiet. Noch nicht. Das größte Geschenk für eine Mutter wäre natürlich ein Frieden. Aber auch, dass alle Kinder am Leben sind und auch bleiben. Weil das ist das Wichtigste für eine Mutter. Anastasia ist mit ihren Kindern aus Mariupol geflüchtet. Muttertag in Zeiten des Krieges ist anders, aber auch mit Wünschen und Hoffnungen an die russischen Mütter verbunden. Bei uns bleibt die Hoffnung, dass die russische Mutter die richtigen Worte an ihre Söhne richtet, damit die Gewalt endet und dass unsere Angehörigen nicht mehr getötet werden. Ukrainische Mütter bangen um das Leben ihrer Angehörigen und sind sich auch bewusst, dass sie vielleicht einige von ihnen nie mehr sehen werden. Sie sterben nicht nur für das Vaterland, sondern auch für die Kinder, für das Volk, auch für die ungeborenen Kinder. Dafür sterben unsere Väter, Männer und Söhne. Ortswechsel. Alte Oper Frankfurt. Eine russische Demonstration. Gegen Diskriminierung russischsprachiger Mitbürger. Wir wollen wissen, was wünschen sich russische Mütter in diesen schweren Zeiten? Kein Krieg, ja, für unsere Kinder. Immer. Egal welche Nationalität. Egal. Immer kein Krieg. Die Demonstrationsteilnehmer werden vom Veranstalter aufgefordert, nicht mit der Presse zu reden. Ja, weil es wird von der Presse sehr viele provokative Fragen gestellt. Und deswegen sollen lieber Personen, die gewohnt sind, mit der Presse zu sprechen, auch dies tun. Hier geht es um das Thema Muttertag. Was wünschen Sie denn den ukrainischen Müttern? Also wir haben uns, falls Sie fragen, für was wir uns heute versammelt haben, wir haben uns gegen die Diskriminierung und Hetze der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland getroffen. Gegen Faschisten. Nein, das war nicht die Frage. Es ging um den Muttertag. Frieden, ein Wunsch, der wohl alle Mütter vereint, egal woher sie kommen. Die Gastronomie, die kommt einfach nicht raus aus dem Krisenmodus. Wegen Corona waren viele Restaurants und Cafés geschlossen und hatten harte Einschränkungen. Mittlerweile gibt es zwar keine Auflagen mehr, da würden sie gern mit Vollgas in den Frühling starten, aber auch das geht nicht. Denn ihnen fehlt das Personal, weil das während der Pandemie abgewandert ist. Die Gastronomie, die kämpft um jeden Mitarbeiter. In der Küche des Fosters Garden in Kassel. Adi, eigentlich ist er Koch. Einmal Spelmerschnitzel mit Pommes. Am Samstagabend um 8 Uhr hilft er als Kellner aus, weil die Hütte brennt. Gut 100 Leute wollen hier heute Abend essen. Wir haben so einen Personalmangel hier. Echt, also von 1 nach 2 muss man immer springen. Also wir haben ja auch noch ein Restaurant, eine. Ich muss auch da zum Beispiel auch arbeiten. Und dann, wie gesagt, dass wir hier so wenige Personal haben. Deswegen muss ich auch immer wieder hier auch springen, damit das wirklich überhaupt nicht läuft. So. Der Chef Alberto Jaber, auch er muss einspringen. Einkäufe, Vorbereitung. Ivo, komm mal bitte. Vieles übernimmt er selbst. Wir sind morgen ausgebucht. Besprechung mit dem Betriebsleiter. Die Buchungslage? Super. Trotzdem mussten sie die Öffnungszeiten einschränken. Auch die Speisekarte fällt deutlich kleiner aus.
8 Leute fehlen in Service und Küche, die wenigen Bewerber meist unerfahren. Fachkräfte und Aushilfen haben sich anders orientiert. Ich meine, klar, im Testzentren kriegt man halt, die haben halt händeringend Leute gesucht. Und dadurch hat man halt am Tage 15 Euro netto den Menschen angeboten, die halt in der Gastro mit 10, 11, 12 Euro gearbeitet haben. Eppstein im Taunus im Kastanienhof. Hier machen sie heute nur den Biergarten auf. Weitere 150 Plätze gäbe es auch drin. Personell stemmen können sie beides gleichzeitig allerdings nicht. Bedauerlich. Die Gäste kommen. Ja? Wir bekommen tagtäglich Anfragen für Familienfeiern, Geburtstage, Taufen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das Haus hat so einen tollen Zuspruch. Wir können leider nicht alles verwirklichen. 5 Mitarbeiter haben sie während der Corona-Krise verloren. Händeringend suchen sie Ersatz. Überall. Wir haben also alle aktiviert. Sogar unser TuS Niederjosbach, unser Fußballverein, sucht für uns auch Mitarbeiter. Und Sie suchen auch im Ausland? Ne? Wir suchen im Ausland, wenn es geht, ja. Wenn die Leute bereit sind, umzuziehen oder wenn sie das wären, würden wir schon hier auch sie unterstützen. Voraussetzung die deutsche Sprache. Bei vielen Flüchtlingen ist diese Kenntnis häufig noch nicht vorhanden. Geld könnte mehr Personal locken, doch mit gleichzeitig gestiegenen Preisen für Lebensmittel ist die Grenze des Machbaren bereits erreicht. Wir haben die Tarife im hessischen Gastgewerbe gerade zum März um 8% angehoben, aber das ist keineswegs ein Allheilmittel. Vielen Branchen, dem Handwerk, dem Gastgewerbe, auch dem Handel fehlen helfende Hände. Wir können sie nicht backen, wir werden wohl damit klarkommen müssen, dass es einfach in Zukunft weniger sind und bleiben. 12.000 Festangestellte fehlen in Hessen insgesamt. 2 oder 3 Ruhetage könnten für viele Betriebe deshalb die Regel werden. In Kassel will Alberto Jaber das in jedem Fall verhindern. Damit wird er sich darauf einstellen müssen, noch öfter in der Küche auszuhelfen. Die Energiepreise, die kennen im Moment nur eine Richtung, und zwar nach oben. Und da machen sich viele Gedanken darüber, wie man Kosten sparen kann. Eine Möglichkeit sind sogenannte Mini-Solaranlagen für den Balkon. Die produzieren Strom und den kann man ganz einfach über den Stecker nutzen. Ja, und diese Balkonkraftwerke, die sind gerade total gefragt. Strom sparen in diesen Zeiten, das hat er sich vorgenommen. Manuel Koos aus Frankfurt will sich kümmern. Er wohnt im 5. Stock. Seine Idee, ein spezielles Solarmodul außen an den Balkon hängen, um möglichst viel Strom selbst zu produzieren. Ausgemessen hat er alles schon, 1,70 Meter mal 1 Meter Länge, hier geht's. Er will so bald wie möglich unabhängiger werden und? Einfach der grüne Gedanke dahinter, dass man einfach CO2-neutralen Strom selber herstellen kann auf dem eigenen Balkon und dadurch einfach einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz. So könnte das bald aussehen. Wenn genug Sonne scheint, kann ein solches Modul bis 350 Watt produzieren, kosten ca. 400 Euro. Vom Modul geht ein Stecker, dann direkt ins Hausnetz. Doch Manuel Koos muss warten. Seit Wochen wird er von den Herstellern vertröstet. Balkonsolarkraftwerke werden immer beliebter, sind kaum noch lieferbar. Alle Lieferanten kommen im Endeffekt einfach nicht hin. Es gibt einfach im Endeffekt Bestellstopp, Lieferstopp. Unabhängig, welches Produkt sie haben möchten, ist im Endeffekt einfach der ganze Markt komplett ausverkauft. Damit Stecker-Solarmodule aber genutzt werden können, muss vieles beachtet werden. Vermieter müssen darüber informiert werden und sie müssen beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden. Energieberater Marco Erlenbeck empfiehlt sie. Über das ganze Jahr gesehen sparten Familien mit durchschnittlich 3000 Kilowattstunden Stromverbrauch 10%. Klingt wenig, sei aber gut. Auf jeden Fall amortisieren sich die Module, diese Stecker-Solarmodule, auch wenn man jetzt vielleicht nicht optimale Bedingungen hat. Wenn man es durchrechnet, kommt man etwa so auf 5 bis 15 Jahre Amortisationszeit der investierten Kosten. Im Sommer kann der Nutzen viel größer sein. Davon berichtet Mieter Norbert Mielke. Er hat seit 2 Jahren 2 an der Wand fest verschraubte Module auf seinem Balkon. Mielke produziert in der Spitze am Tag bis zu 500 Watt. Und kann damit außer der Waschmaschine alles betreiben, was er tagsüber für seinen kleinen Haushalt braucht. Ich habe damit in den 2 Jahren und 3 Monaten, wo ich das betreibe, habe ich 1,27 Megawatt erzeugt oder 1270 Kilowattstunden. Ja? Und das ist nicht nix. Ja? Und das meiste ging auch nicht in meinen Verbrauch, sondern ins Netz.
Mielke sorgt sich um die Zukunft, sagt er, muss sich aber vor Gericht mit seiner Wohnungsgesellschaft streiten. Die Sorge wiederum um die Sicherheit der Konstruktion hat und die Solarpanels aus optischen Gründen ablehnt. Er wundert sich. Wenn jeder sich so zwei Zellen leisten würde, dann hätte man die Hälfte des Strombedarfs, des privaten Stromverbrauchs gedeckt, haben andere gescheitere Leute ausgerechnet. Damit muss jeder Interessierte rechnen. Balkonsolarkraftwerke sparen Strom, amortisieren sich langsam und sind eben noch nicht überall willkommen. Wir machen weiter mit den Nachrichten und die haben wir jetzt in der Zusammenfassung. Zum Jahrestag der Befreiung vom Nazi-Regime am 8. Mai 1945 wurde auch in Frankfurt an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Millionen Opfer der Gewaltherrschaft gedacht. Auf dem Hauptfriedhof wurde an der Gedenkstätte auch ein besonderes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Es kamen die Generalkonsuln von Polen, der Ukraine und den USA sowie Honorarkonsulinnen und Konsuln verschiedener anderer Länder. In einer gemeinsamen Presseerklärung verurteilten sie die russische Invasion und forderten Putin auf, den Krieg sofort zu beenden. Bei einem Unfall auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zunächst war es am frühen Morgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Daraufhin hielt ein Wagen auf dem Standstreifen, um zu helfen. In diesem Moment fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Ein Mensch starb vor Ort. Es gibt noch widersprüchliche Angaben über die Zahl der Schwerverletzten. Die Feuerwehr spricht von 12, die Polizei von 9. Die Autobahn war über 7 Stunden gesperrt. Klaus Schindling von der CDU bleibt Bürgermeister in Hattersheim. Schindling war gegen 2 weitere Kandidaten angetreten und erhielt mit 75,5% der Stimmen die absolute Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,6%. Weitere Meldungen zu Bürgermeisterwahlen in Hessen finden Sie auf hessenschau.de. Mit ihren mehr als 1000 Jahren ist die Linde in Schenk-Lengsfeld bei Bad Hersfeld der älteste Baum Hessens. Ja, und die ist so berühmt, dass man da sogar heiraten kann. Denn die Linde ist die offizielle Außenstelle des Standesamtes dort. Ja, und damit es ihr auch weiterhin gut geht, hat sie vor 1,5 Jahren neue Stützen bekommen, die verhindern sollen, dass die alten, schweren Äste abbrechen. In unserem Weitergedreht haben wir geschaut, ob dieser Plan aufging. Na, ist da noch Leben drin in der alten Linde? Auf den ersten Blick sieht sie nicht mehr besonders fit aus. Dabei hat sie doch erst dieses schicke neue Gerüst bekommen. 30.000 Euro hat das gekostet. Eine Investition in den mutmaßlich ältesten Baum Hessens, vielleicht sogar ganz Deutschlands. Die Linde macht Schenk-Lengsfeld bekannt. Ein Mittelpunkt im Ort selbst. Sie ist schon so Identifikationspunkt. Schon zu Zeiten Karls des Großen stand sie wohl hier. Wie wichtig der Baum ist, haben wir bei einem unserer letzten Drehs erfahren. Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren unsere schöne Linde tätowieren lassen. Auf den Rücken, ganz groß. Jetzt wollen wir sehen. Das hatte ich befürchtet. Sag's uns mal. Sehr gerne. Die Fans der Sommerlinde werden sich jetzt freuen, denn es gibt Entwarnung. Die Linde hat sich an das neue Gerüst gewöhnt. Es ist bloß noch zu früh im Jahr für sowas wie Blätter. Aber die sind in der Mache. Das alte Gerüst wurde im Sommer 2020 ausgetauscht, weil es, ganz im Gegensatz zur Linde, vor sich hin moderte. Es ist ein Pilz drin, der das Holz praktisch auch von innen befällt. Das sieht außen recht gut aus, aber im Innenteil ist es rotzemorsch. Und ich gehe davon aus, dass es also spätestens nächsten Frühjahr zum teilweise Einsturz gekommen wäre. So eine Linde braucht schon ganz schön viel Betreuung. Alle Jahre wieder ein neues Gerüst, außerdem im Inneren Drahtseile, die die 4 Stammteile einigermaßen zusammenhalten. Und im heißen Sommer 2018 mussten sich die Schenk-Lengsfelder sogar zusammentun und die Linde vorm Verdursten bewahren. Es wäre schade, wenn jetzt bei der Trockenheit diese Linde hier sterben müsse, nachdem sie so alt geworden ist. Die Linde sei 760 gepflanzt worden, erzählt man sich, also vor mehr als 1200 Jahren.
Wissenschaftlich belegt ist das bislang nicht. Das Gerüst gibt es aber nicht nur, weil die Linde schon so betagt ist. Schon auf Postkarten aus dem 19. Jahrhundert ist es zu sehen. Die Linde wurde so geschnitten und gebogen, dass die Äste waagerecht über den Platz ragen. Denn über Jahrhunderte diente sie als Gerichtslinde. Unter dem offenen Himmel musste man schwören, musste man Aussagen machen. Und man hatte trotzdem die Linde als Gerichtsdach, als Gerichtslaube hatte man über sich. Ne? Doch auch die Linde geht mit der Zeit, wird moderner. Sie wächst jetzt lieber in die Höhe. Nur noch wenige sehr alte Äste sind auf das Gerüst gestützt. Es bleibt aber trotzdem, weil es zum Gesamtbild gehört. Und die Linde, die soll auch bleiben, möglichst lange. Wir hatten da mal Leute hier und die sprachen von 30, 40 Jahren, ob sie da wohl noch lebt. Die lebt da sicherlich noch. Was ist denn Ihre Prognose? Ach, kann man nicht sagen. Also 99 Jahre. Also, auf dass sie noch ein paar neue Gerüste überdauert. Das Wochenendwetter, das war ja wirklich perfekt für die internationale Oldtimerfahrt in Baunatal, bei der es auch über die Edersee-Sperrmauer ging. Ja, und auf der Strecke durch Nordhessen mussten die Fahrer bestimmte Aufgaben erfüllen. Ob da alle Autos durchs Ziel gekommen sind? Ja, immerhin haben die ja schon so einige Jahre auf dem Buckel. Seinen Manta hat Jürgen Behrendt schon seit Ende der 80er. Geht mit ihm in Baunatal an den Start. 6 Stunden wird die Rallye dauern. Mir ist natürlich erstmal ein bisschen angespannt, hält das Auto durch, hat man irgendwas vergessen zu Hause oder hat man alle Unterlagen dabei, geht mal irgendwas kaputt. Die Autoliebe hat sie vom Vater geerbt. Annika Behrendt ist als Beifahrerin für den richtigen Weg zuständig. Auf der Fahrt müssen bestimmte Streckenposten passiert und Zeiten eingehalten werden. Das könnte auch Krach geben. Wir schreien uns im Auto auch ab und zu mal an, aber wir steigen aus dem Auto wieder aus und alles ist gut. Also wir können das dann auch in der Veranstaltung lassen. Also gehört zu der Rallye dazu? Bei uns zumindest schon. Ist nicht in allen Teams so. Aber es, als Insider-Info, es gibt wenig Leute, die mit ihrem Ehepartner fahren. Kann ich verstehen. 150 Kilometer durch Nordhessen liegen vor Ihnen mit allerhand Aufgaben. Wir müssen jetzt auf Schilder achten. Ja, ja. Schon dauernd. Die Markierungen am Straßenrand sollen dann in die Bordkarte eingetragen werden. Was mit der ist, keine Ahnung. Wenn sie denn gefunden werden. Und es läuft nicht überall rund. Okay, es tut nichts mehr. Es macht mich stutzig. So, nun? Nochmal da durchfahren und gucken, ob wir was übersehen haben, oder? Mindestens 30 Jahre alt müssen die rollenden Raritäten sein, über 100 Autos nebenteil. Ob es alle ins Ziel schaffen oder alle Posten gefunden werden, noch ungewiss. Halbzeit an der Wetterburg beim Twistesee. Schneid ich ab, steig aus, renn hin. Wir mussten uns ein bisschen beeilen. Wir sind auch gerade genau in der Zeit. Ich muss unbedingt abgeben, sonst kriegen wir Strafpunkte. Entschuldigung! Wohin jetzt hier? Der. Kein Plan. Damit sind sie nicht allein. Los, auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Dann ist es erreicht, das Highlight der Tour, der Edersee und die Oldtimerfahrt über die Staumauer. Endspurt, das Sammeln der letzten Punkte. Da rum. Zieleinfahrt am Nachmittag in Bad Wildungen und Platz 2 für Vater und Tochter. Und redet ihr noch miteinander? Ja, aber klar doch. Bei der nächsten Rallye sind sie also wieder als Team dabei. Ja, und das Team von Eintracht Frankfurt schwebt immer noch auf der Europa-League-Wolke, aber auch in der Liga. Da gibt es noch einiges zu erledigen. Heute zum Beispiel zu Hause gegen Gladbach. Markus Philipp mit dem Sport. Du weißt, wie es ausgegangen ist. Ja, und ich mache es ganz kurz, Julia. Das Spiel endete 1:1, aber das Ergebnis war völlig nebensächlich. Denn das Stadion war auch eine halbe Stunde nach Abpfiff noch prall gefüllt, weil der ehemalige Kapitän David Abraham ebenso verabschiedet wurde wie Dani da Costa und Eamon Barkok. Ja, und 1:1 endete auch die Partie des FSV Frankfurt gegen den SV Elversberg in der Regionalliga Südwest, womit die Bornheimer den Klassenerhalt gepackt haben. Aber auch diese Begegnung war definitiv keine normale.
Das sind nicht nur Fans, sondern Augenzeugen. Augenzeugen eines sehr ungewöhnlichen Treibens da unten auf dem Rasen. Frankfurt-Bornheimer Hang. Die Gäste aus Elversberg ganz in Weiß. Sie schieben und schieben und schieben den Ball hin und her. Ganze 12 Minuten. Was kann man in 12 Minuten alles machen? Man kann zum Beispiel ein 6-Minuten-Ei kochen und danach gleich noch eins. Man kann eine Geschirrspülmaschine ausräumen, ungefähr 4-mal am Stück seinen Lieblingssong hören. Der Abpfiff setzt dem ganzen Ballgeschiebe ein Ende. Was war da los? Es beginnt wie ein ganz normales Fußballspiel. Der Favorit aus Elversberg im Saarland geht in Führung. Der Außenseiter, FSV Frankfurt, bejubelt kurz danach mit viel Glück den Treffer zum 1:1 Endstand. Und da ist dann auch noch ein Eigentor der Elversberger. Der Grund für das Geschiebe bis zum Schlusspfiff 1:1 ist das Traumergebnis beider Teams. Elversberg ist damit aufgestiegen und der FSV Frankfurt nicht abgestiegen. Aber ist die 12-minütige Schieberei nicht unsportlich oder ist das einfach nur klug gemacht? Also ich finde in dem Moment nach Unsportlichkeit zu fragen, wo wir aufgestiegen sind, nicht richtig, muss ich sagen. Wir freuen uns, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben eine Megaleistung gebracht und deshalb antworte ich auf die Frage gar nicht. Während die einen in Bier baden, fühlen sich die Konkurrenten in anderen Stadien sicher wie begossene Pudel. Ein bisschen verrückt ist er schon, der Darmstädter Daniel Mauser. Er wollte an diesem Wochenende die dreifache Höhe des Mount Everest, also 26.839 Höhenmeter, mit dem Fahrrad schaffen. Am Freitagmorgen ging's los, heute Morgen wollte er ins Ziel kommen. Es ist vollbracht. Nach 50 Stunden und 30 Minuten, 398,3 Kilometern und 26.839 Höhenmetern ist Daniel Mauser endlich im Ziel. Am Freitagmorgen war er zu seinem Rekordversuch gestartet, unterstützt vor allem von Vater Kurt. Mir geht's hervorragend. Das etwas verrückte Projekt hat auch einen Namen. Es nennt sich Everesting. Dabei geht es darum, in möglichst kurzer Zeit die 8.848 Höhenmeter des Mount Everest auf dem Rad zu bewältigen. Aber das wäre zu leicht. Und so hat sich Daniel Mauser gleich die dreifache Distanz vorgenommen. Dafür ging er an seine Grenzen. Gerade die ersten 13.000, 14.000, wenn man sich da erstmal durchwühlen muss, bis man wohin kommt, wo es dann wirklich drum geht. Und jetzt am Schluss die letzten 5-6 Stunden, wo einem einfach die Augen zufallen wollen. Das waren die schweren Zeiten. Seit Freitag war Daniel Mauser Tag und Nacht an einem besonders steilen Stück auf dem Falkenberg in Krofdorf-Gleiberg bei Gießen unterwegs. Das Ganze für einen guten Zweck und angefeuert von Familie und Freunden. Daniel Mauser sammelt mit der Aktion Spenden für die Tour der Hoffnung, ein Projekt, das an krebserkrankten Kindern hilft. Als er heute Morgen um 7:45 müde, aber glücklich ins Ziel kommt, hat er schon ein neues Projekt im Sinn, den vierfachen Everest. Ja, das war's mit dem Sport für den Moment, aber wir sehen uns später nochmal ausführlich in Heimspiel Bundesliga und hier geht's weiter mit Julia. Dankeschön, Markus. Ja, es ist Sonntag und das heißt bei uns in der Hessenschau Zeit, um nochmal zurückzuschauen auf die Woche, welche Themen uns da besonders beschäftigt haben und welche eher schön oder doch eher blöd waren. Und ein ganz großes Thema in Hessen war natürlich das Europa League Halbfinale. Hier ist Schönblöd. Herzlich willkommen, Schönblöd ist wieder da. Toll, oder? Ja, auch wir sind über den Erfolg überrascht. Da kündigt unser Ministerpräsident an, dass Hessen in Zukunft beim Thema Weltraum mitspielen will. Und schon kommen ein paar Balltritte aus Frankfurt und setzen den großen Wunsch des MPs direkt um. Und so fliegt Frankfurt seit Donnerstag in Richtung Fußballhimmel. Bleibt nur die Frage, in welchen? Erster, zweiter oder sechster? Ich bin im siebten Himmel, ja. Ah, der siebte, gute Wahl. Chefpilot ist übrigens ein Kolumbianer. Irgendwas mit Ach, Tim, sag du es. Ja, richtig, so heißt er. Wer jetzt übrigens denkt, Raumfahrt ist sowas Langweiliges, der sollte mal nach Frankfurt schauen und sehen, wie man dort den Himmelssturm begleitet. Ja, man könnte fast sagen, ergriffen, verfolgt. Ich bin gerade mal 19, also von daher ist schon ein sehr krasses Erlebnis. Ja, dass es endlich mal wieder ein paar Männer gibt, die die Sterne nach Frankfurt holen, das finden wir. Ach komm, sag du es.
Einfach unbeschreiblich schön. Tja, aber so schön das auch war. Ach, komm einmal noch. Trotzdem müssen wir diese Woche leider auch schimpfen. Da will man selber eine ordentliche Satire machen und dann kommen drei Kommunalpolitiker und nehmen einem die Butter vom Brot. Wie soll man da wohl reagieren? Empört, verärgert. Ja, denn diese drei Politprofis, die TANA-Fraktionsvorsitzende Andrea Willing, Stadträtin Brunhilde Fischer und Stadtrat Klaus Denner, alle FDP. Ja, also die haben ein Flugblatt erstellt und das in Tannenderrhön überall verbreitet. Darin heißt es, dass mit dem Krankheitsbild der Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen einhergehende Verhalten, wie zum Beispiel mangelnde Distanz, können und möchten viele Touristen nicht aushalten. Zu Deutsch, Menschen mit Behinderungen sorgen dafür, dass die Stadt kaum Tourismus hat und deshalb sollte man in Zukunft mehr für den Tourismus und weniger für die Menschen mit Behinderungen im Dorf machen. Nein, nicht wundern, ganz neu ist der Ansatz nicht, den gab's schon mal. Das fühlt sich an, als wäre man 40 oder 50 Jahre zurückversetzt. Ja, oder 80. Schauen wir aber erstmal, ob man sowas überhaupt darf. Bei uns werfen wir einen Blick ins Grundgesetz. Dort heißt es doch recht früh, also in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Verglichen mit dem Gedanken, die Menschen mit Behinderung doch bitte von der Straße zu holen, damit mehr Touristen kommen, müssen wir leider feststellen, nein, nicht erfüllt. Ähnlich sind das übrigens die Betroffenen. Die fühlen sich auch persönlich angegriffen. Dass es ausgerechnet bei den Freidreher-Demokraten Politiker gibt, die nichts Besseres vorhaben, als auf die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft zu hauen. Das finden wir blöd. Nee, doppelblöd. Und weil man das Gefühl hat, dass dem einen oder anderen der Kompass verrutscht ist, wollen wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Sprache, seines Glaubens sowie seiner religiösen oder politischen Anschauung und viele mehr benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Und damit, liebe Tanne FDP, wird klar, ihr solltet keine Satire mehr versuchen und vielleicht auch das mit der Politik lassen. Oder wie es die Mutter FDP in Hessen sagt. Mir wurde schon signalisiert, dass es da auch personelle Konsequenzen geben wird. So, für Schön Blöd heißt es heute. Es ist vollbracht! Ja! Es ist vollbracht! Und Schluss mit lustig. Ja, und vollbracht ist damit auch diese Hessenschau-Woche. Daniel Stahnisch, der hat gleich noch die schönen Wetteraussichten für nächste Woche. Und nach der Tagesschau gibt's den großen Campervan-Roadtrip an der Nordsee bis nach Sylt. Morgen begrüßen Sie dann hier an dieser Stelle Daniel Joche und Jennifer Siegler. Ich sag tschüss, bis bald und wünsche Ihnen einen schönen Abend.